Hallo und herzlich willkommen hier auf Extended Cut zu einer neuen Kritik. Ja, heute möchte ich mit euch über den neuen Men in Black Streifen sprechen und natürlich geht es hier um Men in Black International. Die Reihe hat natürlich mit dem Tommy Lee Jones und Will Smith Verschnitt angefangen, den ich anfangs sehr mochte, und nur um das mal grob am Rande zu ernennen. Und natürlich ist es hier natürlich auch wieder ein Ziel von Sony, natürlich alten Stoff wieder aufzufrischen und neu zu verkaufen. Das haben wir ja in den letzten Jahren nicht nur von Sony gesehen, sondern von vielen anderen Studios, die altes Material durch einen neuen Film einfach wieder ein bisschen peppiger machen wollen und versuchen, da ein paar neue Sachen mit reinzubringen. Man muss direkt im Vorhinein sagen, Tessa Thompson und Chris Hemsworth haben ja schon mal zusammengespielt in einem ähnlich quasi gag-lastigen Streifen, nämlich Thor 3. Und da haben sie meiner Meinung nach gezeigt, dass sie ein gutes Team abgeben. Ob sie damit überzeugen, ist eine der Fragen, die ich in dieser Kritik beantworten will. Kommen wir aber erstmal zur Handlung. Als junges Mädchen beobachtete Molly, also Tessa Thompson, einen Einsatz der Men in Black. Seitdem ist sie fest entschlossen, die Wahrheit über Aliens und die mysteriösen Männer in den schwarzen Anzügen herauszufinden. Sie verbringt ihre Freizeit damit, nach Antworten zu suchen und entdeckt schließlich das Hauptquartier der Men in Black in New York. Dort ist Agent O von Mollys Intelligenz und detektivischen Fähigkeiten beeindruckt und macht aus Molly Agent M. Ihr erster Auftrag führt sich nach London, wo sie gemeinsam mit dem legendären Agent H, also Chris Hemsworth, Vungus, einem Angehörigen eines außerirdischen Königshauses, treffen und ihm während seines Aufenthalts einer guten Zeit bereiten sollen. Doch bereits kurz nach seiner Ankunft wird er in einem noblen Nachtclub ermordet, gibt aber vor seinem Tod noch eine mächtige Waffe an Agent M weiter. Die beiden Geheimagenten vermuten einen Maulwurf innerhalb der Men in Black Organisation, der die Informationen über Vungus Aufenthaltsort weitergegeben haben muss. Sie setzen nun alles daran, den Mörder und Verräter zu finden, bevor die mächtige Waffe in die falschen Hände gerät. Men in Black International läuft seit dem 13.06.2019 in den deutschen Kinos, dauert 115 Minuten und ist ab 12 Jahren freigegeben. Man muss auch wirklich schon fairerweise dazu sagen, der Cast ist auch recht gut besetzt und da wurde schon das rausgeholt, was möglich war. Man muss auch dazu sagen, wir leben in sehr modernen Zeiten, das heißt das Mann-Mann-Partner-System, was quasi vor 10, 20, 30 Jahren quasi gerade in solchen Filmen noch überherrscht hat, ist längst überholt. Das heißt, natürlich muss hier mit Tessa Thompson eine Frau als Partnerin mit reingebracht werden. Ich finde das cool, ich finde es ein bisschen erfrischend, aber das kann jeder anders sehen. Wie gesagt, in der Hauptrolle unter anderem Tessa Thompson als Molly bzw. als Agent M. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit ihr über den Film hinweg überhaupt nicht wahrgenommen. Das liegt nicht an Tessa Thompsons Spiel, sondern das liegt daran, dass der Charakter zu Anfang gerade extremst nervtötend war. Es stimmt, klar, dieses Nerdige gehört natürlich schon irgendwie zu dieser Rolle und dieses dazu und dieses Neugierige und das etwas Außenseiter-Sein und das ein bisschen Verschüchterte, aber das hat mit den ganzen Gag-Einlagen, die dann dazwischen stattfinden und einfach bestimmten Situationen, hatte ich da Probleme mit und deswegen hat das für mich leider nicht so gut funktioniert. Trotzdem macht sie hier auf jeden Fall einen guten Job und sie hat leider aber auch keine wirkliche Charakterentwicklung. Und ist auch ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen zu weird angelegt und man kann sich halt nicht, also ich konnte mich nicht mit ihr oder mit Chris Hemsworth, über den ich jetzt spreche, nicht wirklich identifizieren. Chris Hemsworth spielt Agent H oder hatte irgendeinen komischen Namen, den er im Film erwähnt hat und der, ja, passt auf jeden Fall nicht zu ihm. Er soll hier quasi dieser super Agent sein, über den so viel geredet wird. Leider wurde dieser auch so charakterisiert, dass er leider etwas zu dümmlich daherkommt, dass einige Witze schon cool kommen, aber halt ein bisschen flach daher segeln. Er hat schon seine Momente, wo man auch merkt, dass auch unter dieser ganzen Schicht durchaus noch etwas steckt, was noch nicht komplett verheizt wurde. Trotzdem finde ich es alles ein bisschen zu oberflächlich, gerade für ihn. Trotzdem funktioniert der Comedy-Faktor bei ihm auf jeden Fall. Und man muss auf jeden Fall sagen, sie als Team funktionieren. Trotzdem bin ich mit beiden nicht wirklich warm geworden und konnte mich nicht identifizieren, was natürlich auch gerade die Spannung gerade in wirklich wichtigen, intensiven Momenten einfach rausnimmt. Und damit verlieren die so ein bisschen an Wirkung, ist ein bisschen schade, ein bisschen verheizt, aber ja, da komme ich später nochmal drauf zurück. Unter anderem ist auch mit dabei Liam Neeson als High-T bzw. hohes Tier, wow.
Er ist somit einer der seriösesten Leute. Der hat auch schon ein, zwei Sprüche, die ganz nett kommen, aber er bringt so ein bisschen den Ruhepol mit rein. Ich will jetzt nicht sagen, seine Performance ist besonders gut, aber sie ist auf jeden Fall stabil und hat mich überrascht. Leider ist der Charakter ein bisschen vorhersehbar eingebaut und da habe ich bis zum Ende ein bisschen Spaß dran verloren. Leider ein bisschen verschwendet, wie ich finde. Unter anderem auch mit dabei ist Rafe Spall, Agent C. Da werden viele denken, das ist auf jeden Fall der Bösewicht. Ich finde, er ist zu übercharakterisiert. Er ist quasi einer dieser etwas neidischen auf Agent H, der halt erfolgreich ist und der ist halt eher so ein Bürokrat, der in die Drangzeit zurückgedrängt wird. Und das Problem dabei ist, es funktioniert alles nicht so. Es funktioniert alles nicht so. Ich finde, es ist zu klischeehaft, ein bisschen auf ihn angewandt. Da hätte man durchaus ein bisschen besser den Charakter ausarbeiten können. Auch mit dabei ist Emma Thompson als Agent O. Sie hat mir recht gut gefallen. Sie war sehr erfrischend. Sie hat auch Sprüche gesprochen, gerade wegen dem Man in Black und Women in Black. Hatte das sehr schön aufgegriffen. Ist auch eine starke, coole Frau, die nicht so häufig vorkommt. Aber wenn sie vorkommt, dann halt schon den anderen so ein bisschen die Show stiehlt, weil sie einfach verdammt lässig und cool daherkommt. Aber so viel zum Cast. Wie gesagt, gute Gesichter mit dabei, aber leider nicht alles aus diesen Gesichtern rausgeholt. Unter anderem sind auch mit dabei Rebecca Ferguson, Kumail Nanjiani, ich hoffe, ich spreche dich richtig aus, es tut mir leid, Laurent und Larry Bourgeois, ich weiß nicht, ob man es so ausspricht, und Kaiwa Novak, ich glaube, da mache ich jetzt keine Fehler. Castmäßig also erst alles in Ordnung. Geschrieben wurde das Ganze von den wirklich Masterminds Matt Holloway und Art Markham. Sie sind unter anderem auch bekannt für, haltet euch fest, Transformers The Last Night, einen Film, den ich leider um Herzensgott noch nicht gesehen habe. Werde ich auf jeden Fall nachholen. Mal gucken. Ich muss wirklich sagen, die Story ist leider ein bisschen verschachtelt, beziehungsweise auch ein bisschen zu flach. Also wie gesagt, es dauert verdammt lange, bis das Ding in Fahrt kommt. Immerhin gibt es keine wirklich versauten Dialoge. Da muss ich wirklich sagen, das muss ich ihnen wirklich lassen, das haben sie gut hinbekommen. Die Gagdichte ist auch wirklich gut, da kommen wirklich Sachen dazu. Das macht einfach wirklich Spaß. Also ich wurde auf jeden Fall unterhalten, es ist wirklich sehr unterhaltsam, was da passiert. Aber die Story an sich ist leider nicht besonders innovativ. Alles entwickelt sich auf eine sehr vorhersehbare Art. Es kommt halt nie wirklich in Fahrt. Es dümpelt so ein bisschen dahin. Es weiß nicht, wann nehme ich die Abzweigung. Oh, jetzt weiß ich mich mal auf das Konstrukt, jetzt mal auf das. Es ist halt alles irgendwie so halbgar. Es wirkt nicht wirklich fertig und nicht wirklich ausgereift. Gerade zum Ende hin verliert es da sehr an Würze. Da hätte man noch wesentlich mehr rausholen können. Ich habe durch den Kopf gespielt und habe mir ein paar andere Enden ausgedacht, die mich auf jeden Fall persönlich mehr geflasht hätten. Und sie hätten wirklich ein, zwei Twists vielleicht noch mit reinbringen können. Und einfach auch die Charakter ein bisschen besser bearbeiten können, damit man einfach wirklich ein bisschen mitfühlt und auch ein bisschen mehr in diesen Film mit reingezogen wird, weil ich glaube, das war mit so eines meiner Hauptprobleme. Auf dem Regiestuhl sitzt hier Gary Gray, ein ziemlich cooler Regisseur, der hat unter anderem Verhandlungssache mit Bruce Willis oder Straight Outta, nee, mit Samuel L. Jackson und Straight Outta Compton natürlich inszeniert. Straight Outta Compton ist ein Film, den liebe ich sehr. Der hat wirklich ordentliche Sachen dabei. Man muss F. Gary Gray hier wirklich lassen. Die Action ist jetzt nicht komplett zerschnitten, aber halt schon ein bisschen hektischer, als ich es persönlich gerne gesehen hätte. Dazu ist aber der Look ganz cool gewählt und auch die Station. Naja, wobei, ich muss ganz ehrlich bei den Stationen sagen, es wirkt so nach dem Motto, wir müssen jetzt aus diesen großen Städten raus, deswegen schicken wir euch in die Wüste, deswegen schicken wir euch nach Paris. Und wenn es dann heißt, es geht nach Europa, ist wirklich Paris und bisschen London das höchste der Gefühle, aber es könnte überall spielen, das ist so ein kleines Problem. Wie gesagt, die Gagdichte ist recht hoch, das muss man auch hier zugutehalten, weil die auch teilweise echt gut getimed sind. Leider werden ja auch teilweise, was auch ein bisschen mit dem Drehbuch zu tun hat, so ein paar Zufälle aufgewärmt, die es echt nicht hätte geben müssen. Also da hätte man ein bisschen anders arbeiten können. Trotzdem hat der einen coolen Vibe, der Film, und sieht gut aus. Muss man dem Regisseur auf jeden Fall auch zugutehalten und kann sich auch echt gut, eigentlich gut sehen lassen, aber hat trotzdem wirklich dann doch einige Längen, gerade in der Mitte steht er so ein bisschen auf der Stelle und weiß nicht wohin und woho, und dann muss noch die Figur abgeholt werden und da abgeholt werden, das liegt alles ein bisschen mit am Drehbuch. Er hat es einigermaßen charmant verpackt, aber trotzdem ist es eher Durchschnitt, was ich hier sagen muss. Technische Aspekte kann man eigentlich nicht meckern, auf jeden Fall tausendmal bessere die Effekte als im ersten Man in Black Film.
Sieht hochwertig aus, 3D kann man sich allerdings sparen, die Kameraarbeit ist auch ganz in Ordnung, würde ich jetzt sagen. Das Color Grading ist eher so Standard. Kostüm, ja, also ganz viele Anzüge, Make-up, also es gibt ein paar Aliens, die sehen schon echt creepy aus und echt cool. Ich weiß nicht, ob es CGI ist oder handgemacht. Es hat auf jeden Fall nichts geflackert und ich hatte auch nicht irgendwie das Gefühl, dass das irgendwie unecht war. Wie gesagt, Set-Design habe ich schon gesagt, es wirkt so ein bisschen zu sehr konstruiert. Wir müssen jetzt dahin, wir müssen jetzt dahin. Und Soundtrack mag ich sowieso bei Men in Black. Keine Ahnung, das in jedem Teil finde ich die cool gemacht. Der hat einen guten Vibe und greift natürlich diese alten Elemente aus dem ersten Teil wieder mit auf. Und hat mir persönlich auf der Ebene zumindest Spaß gemacht. Kommen wir zu meinem Fazit. Leider muss ich wirklich sagen, hier wurden gerade im Drehbuch so ein paar Sachen wirklich verkackt. Muss ich wirklich ehrlich sagen, hätte man wesentlich mehr rausholen müssen. Es geht so ein bisschen zu sehr nach Schema F. Man hat sich wirklich nichts Innovatives einfallen lassen. Und mir fehlt einfach der Reiz, ihn jetzt nochmal zu gucken. Also das ist einfach mir so egal, was da jetzt eigentlich gerade passiert ist. Und es ist einfach auch, es hat mich nicht gepackt, es hat mich nicht gepackt. Und deswegen muss ich dem Film hier an dieser Stelle 3 von 5 Punkten geben. Es geht eher mit einer Tendenz Richtung 2,5. Aber ich bin schon noch auf der 3, weil mir halt, weil ich über den Verlauf des Films auf jeden Fall noch einigermaßen okay unterhalten wurde und die Gags halt wirklich schon gut gemacht haben. Trotzdem hätte da mehr reingehen können, meiner Meinung nach. Ja, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei seid. Checkt auf jeden Fall beim nächsten Mal, wenn ihr eine neue Kritik kommt, den Kanal. Könnt uns auch auf Facebook, Twitter und Instagram abonnieren und natürlich unseren Podcast, die Talking Couch. Den gibt es unter anderem auch auf Spotify und auf iTunes. Das kriegt ihr alles mit, wenn ihr unsere Social Media Kanäle abonniert. Ich freue mich auf jeden Fall wieder, wenn ihr mit dabei seid und wie ich sage, ciao und bis zum nächsten Mal.